Was macht ein gutes Geschenk aus? Ein gutes Geschenk sollte was sehr Besonderes sein, vielleicht sogar schon was Einzigartiges sein. Sollte vielleicht für viele macht das aus, dass es sehr wertvoll ist und dass vielleicht da auch so ein Hauch Persönlichkeitsmarke irgendwie drin ist. Nicht so was Allgemeines, sondern irgendwo, wo noch ein bisschen, ja, man so Herzblut reingesteckt hat. Ja, so ein Geschenk sollte einen so richtig aus dem Hocker reißen. Und man sollte so vor Emotionen platzen und sagen, wow, krass, was ich geschenkt gekriegt habe. Und natürlich sollte aber auch so ein Geschenk, es sollte etwas sein, wo ich auch am Ende mir das mit anfangen kann. Was bringt mir irgendwas, was am Ende irgendwo in der Schublade rumliegt, sondern ich brauche am Ende was Nützliches. Und Mädels, für euch meine ich natürlich nicht mit nützlich, dass euch jetzt euer Mann einen Mixer schenkt, aber selbst eine Kette oder ein schöner Ring oder Ohrringe, ja, die sind nützlich für euch. Warum? Weil ihr zieht sie an und ihr genießt es einfach, als es wunderschön aussieht. Und das sind so, ja, verschiedene Eigenschaften, die ein Geschenk ausmachen. Schauen wir uns doch mal eine zweite Betrachtungsweise an. Die Person, die Geschenke gibt, was stellt die sich darunter vor? Sie freut sich darüber, wenn jemand das Geschenk in die Hand nimmt und dass er schon eine Begeisterung da ist. Und er sagt, wow, cool, ich habe ein Geschenk bekommen. Und es geht schon alleine darum, wie mache ich das Geschenk auf? Wann mache ich das Geschenk auf? Oh ja, vielleicht kennt ihr diese Kriege, so Weihnachten, okay, und die Omas sitzen nebeneinander und gucken, okay, wessen Geschenk wird er zuerst aufpacken? Wo wird er euphorischer sein? Wo wird er sich mehr drüber freuen? Und man erwartet so ein bisschen, hey, das Geschenk, was man Leuten macht, das soll eigentlich einem zum Hocker reißen. Dieses Geschenk, es sollte auch irgendwas sein, wo die Leute danach merken, hey, hey, die Leute, die setzen das ein. Also wenn ich irgendwas verschenke, und ja, die Leute, die schmeißen das einfach mal irgendwo hin und haben es nie im Einsatz. Dann denke ich, oh Mann, irgendwie schade, hat nicht so ganz funktioniert. Hey, jetzt will ich dir ganz kurz verraten, was mein bestes Geschenk war. Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen fromm, aber ja, es ist Jesus. Warum? Weil die Bibel sagte, Basem, du bist ein Versager und du bist ein Sünder, genau wie jeder andere Mensch. Es gibt nicht eine Person auf dieser Erde, die wirklich gerecht ist und alles toll macht, so dass Gott sagt, wow, du bist Bombe, sondern wir sind alle Sünder. Ich möchte ganz kurz noch darauf eingehen, was heißt es, Jesus ist ein Geschenk? Weißt du, Jesus, den bekommst du gratis, der kostet dich nichts. Und wenn du Jesus umsonst hast, wenn du Jesus als deinen Freund einnehmen kannst, dann hat das für dich einen riesigen Vorteil. Warum? Weil Jesus, der hat für dich am Kreuz all deine Sünden bezahlt. Es ist wirklich komplett, alles ist gereinigt. All den Mist, den du gebaut hast und all das, was du noch bauen wirst, dafür hat Jesus am Kreuz bezahlt. Und er hat vor allen Dingen eins gemacht, dass er die Verbindung zwischen dir und Gott wiederhergestellt hat. Diese Verbindung, die ist extrem wichtig, nicht nur für dein Leben hier auf dieser Erde, sondern was passiert dann eines Tages, wenn du mal sterben wirst? Ja, die Bibel ist sehr klar darüber und die sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und viele denken, oh Basem, das klingt jetzt irgendwie, naja, so mittelaltermäßig und sonst was. Und ich sagte, ja, es geht sogar noch weiter. Und die Bibel sagt ganz klar, es gibt ein Leben mit Gott und es gibt auch ein Leben getrennt von Gott nach dem Tod. Und ja, auch da sagt, nimmt sogar die Bibel das Wort Hölle und Himmel in den Mund. Und die gute Nachricht ist die, dass Gott sagt, dass er nicht möchte, dass ein einziger Mensch nur verloren geht, sondern dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weil er hat dich und mich dazu erschaffen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und er hat uns unheimlich lieb. Und weil wir es verbockt haben als Menschen, hat er gesagt, okay, ich werde meinen Sohn schicken, der einen hohen Preis für dich und für mich zahlt, damit wir ewiges Leben haben. Und so haben wir dieses Geschenk vor 2000 Jahren schon bekommen. Aber jetzt geht es darum, dieses Geschenk einzulösen. Und du musst dir das folgendermaßen vorstellen. Du hast jetzt vielleicht von deiner Oma ein Geschenk bekommen und du packst dieses Geschenk aus. Und was du da drinne findest, ist eine Gutscheinkarte. Hier, IKEA, Schleichwerbung ein bisschen. So, das Geschenk, das hast du schon. Aber du hast es noch nicht eingelöst. Erst an dem Tag, wenn du zu IKEA gehst, deinen Einkaufswagen vollpackst, deine Billigregale und was auch immer, und du zur Kasse gehst und die sagen dir, du musst 300 Euro zahlen und du sagst, kein Problem, und du ziehst deine Gutscheinkarte raus und du ziehst sie drüber, ohne einen Cent zu zahlen, dann erst wird dir bewusst, hey, ich habe das Geschenk bekommen.
Es war gratis, es hat mich nichts gekostet. Und genauso ist es mit Jesus. Jesus ist schon vor 2000 Jahren für uns ans Kreuz gegangen. Und du hast dieses Geschenk. Und jetzt, spätestens nach diesem Video, wenn du es noch nicht wusstest, hast du dieses Geschenk ausgepackt. Und jetzt siehst du, oh, ich habe hier durch Jesus, ich habe die Erlösung. Jetzt ist es aber deine Aufgabe und in deiner Verantwortung zu sagen, ich löse dieses Geschenk ein. Ihr Lieben, jetzt verrate ich euch ein Geheimnis über mich. Manchmal finde ich mich in manchen Beziehungen nicht besonders schlau. Es gibt so einen Bereich, da falle ich regelmäßig auf die Schnauze. Und das ist das, wenn mir Leute Gutscheine schenken. Ich gehöre zu den Leuten, die irgendwie diese Gutscheine immer ewig lange aufheben. Erst sage ich mir vielleicht, oh, gerade keine Zeit. Zweitens sage ich mir, oh nee, das ist sowas Tolles, sowas Besonderes. Warte auf den richtigen Augenblick, dass du das so richtig voll und ganz genießen kannst. Es ist mir nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur fünfmal, gefühlte zehnmal passiert, dass ich Gutscheine hatte, die abgelaufen sind. Tolle Sachen wie ein Tandemsprung und sonst was von Zeug. Das ist so eine blöde Eigenschaft. Du hast einen Gutschein und dann am Ende setzt du ihn nicht ein und irgendwann mal heißt es von dieser Firma oder von dem Unternehmen, sorry, Gutschein ist abgelaufen, 200 Euro sind einfach mal futsch. Und da könntest du doch echt mit mir kotzen gehen. Wir sollten schlau sein, weil wenn es nämlich um das Geschenk von Jesus geht, zu oft denken wir uns, boah, wir haben noch Zeit. Diesen Gutschein muss ich jetzt noch nicht einlösen. Ich lasse mir noch die Zeit dafür. Aber das ist ein Quatsch. Du solltest diesen Gutschein heute und jetzt einlösen, wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast. Weil du weißt nie, wann der Tag kommt und wann es einfach heißt, sorry, dieser Gutschein ist abgelaufen, jetzt ist es zu spät. Ich will dir hier aus dem Paradies keine Panik machen. Ich will dir viel mehr Spaß machen auf ein Leben später in aller Ewigkeit mit Jesus in so einem hammermäßigen Paradies. Es wird einfach gigantisch sein. Deshalb mach doch eins, wenn du dein Leben bis heute Jesus noch nicht gegeben hast, dann mach es und dann gib einfach dein Leben Jesus. Es lohnt sich und das ist das absolute und hammermäßigste Geschenk. Ich bin am Abschluss angekommen und ich möchte dir jetzt noch mal ganz kurz sagen, was ist das für ein Geschenk, was du und ich bekommen haben. Dieses Geschenk, das ist was Einzigartiges. Es ist auch was sehr Persönliches, weil welcher anderer Mensch auf dieser Erde schenkt dir dieses Erlösungswerk, was Jesus getan hat, dass er für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist. Persönlicher kann es gar nicht sein. Und versuch dir jetzt nochmal vorzustellen, wie fühlt sich Gott, wenn er dir dieses Geschenk gegeben hat und du sagst, ja, danke für den Gutschein, aber ich bin irgendwie gerade noch gar nicht bereit, ihn einzulösen. Und du schmeißt ihn einfach in irgendeine Schublade, vergisst ihn vielleicht sogar nach ein paar Jahren und du kommst nicht dazu, dieses Gutschein einzulösen. Und eines Tages wirst du vielleicht vor Gott stehen und er wird dich fragen und sagen, hey, du hast doch das verrückte Video vom Basem gesehen hier mit dem Gutschein. Warum hast du das nie eingelöst? Und ja, dann kannst du 1000 Ausreden haben, aber weißt du was, dann ist einfach dieser Gutschein abgelaufen, die Zeit ist rum. Deshalb mache ich dir Mut, jetzt den Weg wirklich mit Jesus zu gehen. Und wenn du sagst, hey Basem, wie funktioniert das? Dann sage ich dir eins, du bist gerade nur noch ein Gebet von Gott entfernt. Noch ein Satz, bevor ich schließe. Ich habe meine Gutschein- und meine Geschenkkultur verändert. Pralinen zum Beispiel. Wann auch immer ich Pralinengeschenk kriege, ich reiße sofort die Packung auf und esse die erste Praline. Warum? Dann riskiere ich es nicht mehr, dass diese Pralinen zu alt werden und irgendwann nicht mehr schmecken und ich sie gar nicht mehr genießen kann. Und du solltest jetzt auch nicht viel länger warten. Also, ich bete euch was vor und du kannst es ganz einfach und ganz bequem von zu Hause, wo auch immer du bist, gerade nachbeten. Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Bitte vergib du mir all meine Sünden. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Ich weiß, ich bin ein Versager. Ohne dich bekomme ich es nicht hin. Sohn, annehmen für mein Leben und dein Kind sein. Ich möchte dir nachfolgen und dir mein ganzes Leben geben. Und wenn du das jetzt gebetet hast, dann ist das auch so. Und wenn du dich jetzt noch mehr für den Glauben interessierst, wow, dann klick doch einfach so im Nachgang so auf die anderen Videos auf. Es werden noch hier einige so auftauchen. Der eins ganz, ganz wichtig ist, du brauchst eine Gemeinde. Wenn du noch keine Gemeinde hast, such dir eine. Du brauchst Leute um dich rum, die wirklich feurig sind im Glauben und die dir einfach zeigen, hey, wie der Weg mit Jesus geht. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag, Gottes Segen und bis bald.